GTA 6 kommt früher als gedacht, denn Take-Two hat da gewisse Andeutungen zum Release-Zeitraum gemacht. Ja, und das ist wirklich interessant. Und zwar ist es so, Rockstar Games gehört dazu Take-Two, das ist die Muttergesellschaft. Und da kommen natürlich auch jährlich Geschäftsberichte raus. So, jetzt eben auch, wo Take-Two eben berichtet, was haben sie eingenommen? Beispielsweise haben wir jetzt im laufenden oder im vergangenen Geschäftsjahr 5,3 Milliarden Umsatz. Und jetzt kommt eben das Interessante. Jetzt kommt die Steigerung. Sie erwarten fürs nächste Geschäftsjahr, das beginnt im Frühling 2024, 8 Milliarden US-Dollar. Das heißt nochmal eine Steigerung von 3 Millionen US-Dollar. Die Frage, woher? Woher kommt diese Vermutung, dass sie quasi noch mehr als dieses Jahr einnehmen werden? Denn mit alten Spielen ist das ja schwierig. Genau, und da schauen wir mal ganz kurz, was Take-Two oder überhaupt Rockstar Games und 2K und so weiter alles so dabei hat. Beispielsweise gibt es Spiele aus dem Haus wie Borderlands, wie Civilization, Max Payne, was wahrscheinlich auch nicht mehr neu kommt, keine Ahnung, und so etwas wie Bioshock. Bioshock gab es auch schon Gerüchte, aber keins dieser Spiele würde rechtfertigen, dass man einfach mal locker flockig 3 Milliarden US-Dollar mehr plötzlich an Einnahmen kriegt. Das heißt, also meines Erachtens kann da nur ein Spiel dahinter stecken. Grand Theft Auto. 6. Natürlich, der 6. Teil. Und das würde ja auch eigentlich reinpassen, denn blicken wir mal kurz zurück. GTA 5 ist auch schon fast 10 Jahre alt. Das kam damals noch auf der PS3 oder Xbox 360 raus. Muss ich sich mal vorstellen, noch vor der vorigen Generation an Konsolen. Ja, vor der PS4 quasi. Also ja. Die haben jetzt eine komplette PlayStation-Generation übersprungen. Ja gut, sie haben natürlich die auch bedient. Also das heißt, es kam natürlich dann Versionen für die PS3, PS4 und jetzt auch für PS5 und ja, genauso bei der Xbox. Sie haben drei Generationen mitgemacht. Gut, Spiel. GTA 5 wurde ja auch dementsprechend ausgeschlachtet. Und also da kamen ja Versionen fürs Handy, für alles Mögliche kamen ja da Versionen raus. Und nochmal ein Upgrade und nochmal ein Remaster und nochmal ja, ein. Also ja, also dass nicht gerade GTA 5 für die Mikrowelle rauskam, das ist schon ein Wunder gewesen. Und also eigentlich ist es mehr als überfällig, dass da ein neuer Teil mal kommt. Es gibt auch einen Grund, warum das so langlebig war. Eigentlich, weil es ja noch den Online-Ableger gibt, GTA Online. Ich habe auch so das Gefühl, der war zu erfolgreich. Ja. Deshalb hat sich jetzt GTA 6 so lange rausgeschoben, weil GTA Online lief wie irre. Da gibt es ja auch unglaubliche Spielarten. Es gibt ja auch noch RP, man kann das auf eigene Server setzen. Es gibt ja wirklich sozusagen einen eigenen Kosmos, den man auf GTA Online basierend machen kann. Und letzten Endes, ja, haben sie jetzt 180 Millionen GTA 5 Exemplare verkauft. Laut Angaben ist das zweitbestverkaufte Spiel ever. Ja. Kann das sein? Ja. Also nach Minecraft. Genau, also Minecraft ist dann noch davor. Aber das war das zweitbestverkaufte und das ist schon mal eine Ansage. Und ich glaube, da haben sie aber auch die Messlatte extrem hochgelegt für einen neuen Teil. Und ja, das ist die Frage, was da kommen wird und ob das da das dann auch irgendwann toppen wird. Es ist ja kein absolutes Gerücht, dass GTA 6 in der Mache ist und auch kommen wird, denn es gab ja Leaks letztes Jahr. Ganz genau. Es gab letztes Jahr einen massiven Leak, der auch glaubhaft ist, beziehungsweise der auch echt war. Und zwar nicht nur ein Leak, das war sogar ein Hack. Genau. Da hat sich wohl jemand beim Hersteller, bei Rockstar, eingeklinkt und hat da teilweise sogar den Source Code geklaut und hat auch Footage geklaut von einer quasi Vorabversion, die eben auf Entwicklerbasis läuft. Und da hat man schon viel gesehen. Diese Videos sind alle nicht mehr verfügbar. Und Rockstar hat dafür gesorgt, dass das alles im Nichts verschwindet. Ja, also diese Videos existieren, aber wir können sie leider nicht zeigen. Genau, was auch dafür spricht, dass das Ganze legitim ist. Und vieles deutet eben darauf hin, dass wir ein Wiedersehen haben mit Vice City, also Miami. Das heißt, das Setting in Florida oder vielleicht sogar mehr, weil da ist man sich ein bisschen auch bei den Leaks und Gerüchten nicht ganz so klar. Wo relativ sicher ist es wohl quasi das Setting Vice City, das ja schon mal gegeben hat. Das war quasi zwischen GTA 3 und GTA San Andreas. Das war der Teil, der in den 80ern spielt, diesen Lifestyle der 80er nochmal aufleben lässt. Neonfarben, Schulterpolster und so weiter. Dazu der 80er Soundtrack und das Ganze eben aufgestylt wie Miami Vice, wie die 80er Serie. Genau da,
hat das Ganze ja irgendwie gefußt. Und jetzt scheinbar ist es wieder ähnlich, dass sie wieder in diese Richtung gehen und eben aber noch mehr drumherum natürlich, weil bei Vice City muss ich sagen, die Map war echt klein. Es waren zwei Stadtteile und da ist man echt schnell durchgefahren. Ja, gut, aber wie alt ist das Spiel? Vice City, das ist 2003, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, das ist quasi 20 Jahre alt, also würde sagen, das ist jetzt heutzutage aktuell kein Maßstab. Definitiv nicht, also die Map muss auch entsprechend groß sein und natürlich wird das dran gemessen, wie gut GTA 5 ist, weil das hat bisher die größte Map. Auch wenn man es nicht glaubt, Leute, San Andreas hat eine kleinere Map als GTA 5. Nur so nebenbei als kleiner Funfact. Und ich denke, die werden das jetzt auch noch vergrößern. Das heißt, sie können natürlich das Umland nehmen, weil Florida hat ja viel. Sie haben ja die Everglades, die Space Coast. Sie haben Key West, die Inseln und eben, was ich jetzt auch zuletzt mal gelesen habe, als Gerücht, vielleicht nehmen sie tatsächlich die Karibik noch mit rein, also Richtung Kuba runter. Mhm. Das wäre natürlich richtig krass, wenn das doch irgendwie alles in einem Setting mit dabei wäre. Aber wie gesagt, das ist alles jetzt unbestätigt. Interessant ist allerdings der Leak vom letzten Jahr, der bestätigt ist. Und zwei Dinge waren daran interessant. Erstens, zwei spielbare Charaktere waren da zu sehen. Eine Frau und ein Mann. Scheinbar so eine Art Verbrecherpärchen, die ein, so wie es aussah, ein Diner überfallen. Und zwar, das hat mich so krass erinnert an die Szene aus Pulp Fiction. Da gab es auch so eine Szene. Und genau so kann man sich, habe ich so das Gefühl, kann man sich das vorstellen. So ging es auch in der Richtung. Da ist natürlich auch die Frage, ist das, kann man da eben hin und her wechseln? Gibt es einen Koop-Modus? Viele Fragen natürlich irgendwie. Kann man die Kampagne vielleicht kooperativ machen? Weil bisher war es so, Einzelspieler-Kampagne und GTA Online. Mhm. Mal sehen. Das ist noch alles offen. Wie gesagt, das war auch dieser Hack. Das war wohl auch von der frühen Version von den Spielen. Und das war wohl auch ein empfindlicher Schlag für den Entwickler. Die meinten aber, nee, die Entwicklungsarbeiten, hieß es damals, gehen ganz normal weiter. Ja, also der Hack war ja im September 2022. Genau. Also ja, jetzt knapp ein Dreivierteljahr her ungefähr. Also das ist ja klar, dass zu dem Zeitpunkt das nicht ein fertiges Spiel war. Und unterm Strich erscheint es, dass eben GTA 6 früher kommt als gedacht. Vor allen Dingen, weil es im Geschäftsbericht ja auch heißt, eben nicht nur mehr Umsatz, sondern auch, es sollen bahnbrechende Spiele kommen nächstes Jahr. Und jetzt, für mich stellt sich die Frage natürlich, normalerweise würde ich schätzen, dieses Jahr müsste dann noch ein großer Reveal-Trailer kommen, wo dann gezeigt wird, was ist für ein Setting, was kann man machen. Und das haben sie bei diesen Hype haben sie auch schon bei GTA 5 gut aufgebaut. Und dann wird man natürlich richtig heiß gemacht werden. Eben wahrscheinlich für ein Spiel, das eben nächstes Jahr rauskommt, 2024, schätze ich mal. Vielleicht wird es ja dann nochmal verschoben. Was nicht unwahrscheinlich ist, aber ich vermute auch, dass sie das für 2024 planen oder vielleicht mit ganz viel Glück noch zum Weihnachtsgeschäft. Ja, das natürlich am besten. Ja. Wobei ein GTA sollte auch unabhängig vom Weihnachtsgeschäft funktionieren, aber wer weiß, wie es in der Entwicklung ist. Und gerade Rockstar Games ist ja schon so eine Art Perfektionist. Das heißt, die hauen nichts Halbfertiges raus. Die entwickeln lieber nochmal ein halbes Jahr oder Jahr dran, dass es halt wirklich vernünftig läuft. Ja, was natürlich eigentlich auch besser ist, wie man anhand von einigen Beispielen in der Vergangenheit so gesehen hat, so Cyberpunk 2077, das war eine Katastrophe, komplett unfertig rausgekommen. Da muss ich sagen, da warte ich dann lieber ein Jahr länger und dann ist es wirklich ein gutes Spiel. Ja, absolut. Also, ich meine, aktuell vergöttere ich ja Zelda, das Neue, weil es so unglaublich gut ausgeklügelt ist und so perfektioniert ist auf seine Weise. Das ist echt vorbildlich für alle anderen Spiele, finde ich. Aber zurück zum Thema. Es gibt nämlich noch was absolut wirklich Interessantes, was außerdem der Take-Two-Chef ausgesagt hat im Zuge dieses Geschäftsberichts. Der meinte eben, dass er es euch durchaus wahrscheinlich sieht, dass wir weiterhin eine Mid-Gen-Version von Konsolen sehen werden. Was so viel bedeutet wie eine abgegradete Version von einer aktuellen Konsole. Stichwort PS5 Pro. Das hält er für absolut wahrscheinlich. Vielleicht weiß er auch was wir nicht wissen. aber der rechnet fest damit, auch dass quasi ein neues Xbox-Modell kommt oder ein upgegradetes. Und dann denke ich mir, das wird ja der absolute Hammer werden, weil natürlich ein GTA 6 natürlich auch im Hinblick dahingehend wohl entwickelt wird, wenn so ein Pro-Modell da ist. Ja. Da bin ich mal richtig gespannt drauf, weil das dürfte dann nochmal so einen fetten Grafiksprung geben. Und da freue ich mich echt fett drauf. Also bin echt gespannt, was da kommen wird.
Ja, uns würde interessieren, was ihr so dazu sagt. Wartet ihr schon sehnsüchtig auf ein GTA 6 oder ist das so ein Spiel, das interessiert euch gar nicht? Und würdet ihr lieber ein Jahr länger warten oder ein halbes Jahr länger warten, um ein gutes, fertiges Spiel zu bekommen? Oder könnt ihr es kaum erwarten und sagt, ja, erstmal her damit und dann sehen wir weiter? Schreibt es unten in die Kommentare. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.